Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Super Mario. New Super Mario Bros. Deluxe. Wir machen weiter mit Eiswürfelfeld 3. Ja, und schauen, wie wir dieses Level meistern. Oh, ich bin immer noch Monty, ach egal. Ja, ne, im letzten Part ging über die Schneeverwüstung hier in Bayern. Eigentlich wollte ich für den Part mir auch was Tolles überlegen, hab's jetzt zeitlich irgendwie nicht dran gedacht, wenn ich es hinbekommen, keine Ahnung. Ja, doch, eigentlich schon. Wir reden vielleicht heute mal ein bisschen über Mario Kart. Denn ich hatte Mario Kart 7 Let's Played. Ne? Dann kam halt Hacker. Die mir das Projekt, ja, ich sag mal, ein bisschen zu Nerven gemacht haben. Und deshalb stream ich jetzt halt nicht am Mario Kart 7. Weil das haben jetzt mehrere gefragt. Weil da kam ja heute um 12 Uhr am Sonntag der letzte Part. Aber nochmal kurz gesagt, das ist eben der Grund. Wegen dem Hacking. Ne, bis halt. So. Alles top, da gehen wir jetzt mal hoch. Hier sind das heißt, viele Gegner und alles. Ihr könnt gerne auch mal Themenvorschläge, das ist das, was ich sagen möchte. Ihr könnt gerne auch mal Themen. Wie soll man dann hier rankommen? Ihr könnt gerne auch mal. I get it. Ich kann gerne auch mal Themenvorschläge zu irgendwelchen Wunschthemen, die ich mal bereden soll, in die Kommentare schreiben, was ihr gern wolltet, so Themenideen. Weil sie da in diesem Projekt oder generell öfters in meinem Projekt wieder so Off-Topic-Themen auch mal reinbringen. Und deshalb einfach mal eure Ideen reinschreiben für irgendwelche Themen. Keine Ahnung, wenn euch irgendwas bewegt in der Gaming-Szene oder so, einfach sagen, dann spreche ich darüber. Deshalb bitte jetzt mal jeder, der das Video schaut, mal zwei Ideen. Irgendwelche Themen, sei es Nintendo, Xbox, whatever, ist das über alles, was halt irgendwie was mit Gaming zu tun hat. Keine Ahnung. Wenn es irgendwas Neues, irgendeine neue News gibt, die man. Keine Ahnung. Gibt da was hin, des Zeugs. Joa, wie komme ich dann hier jetzt am dümmsten hoch? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, zu der ist. Nicht weiß die Antwort. Also der ist nicht weiß, die Antwort ist perfektes Stolz. Egal. Dann lass mal das. Kann man da rein? Nee, da kommt man nur raus. Gut. Dann lass mal das aus und gehen gleich weiter. Ich hoffe, by the way, man hört mich ganz gut und ich bin wieder so lause noch. So lause vor allem. So leise noch so laut. Man weiß ja nie. So, hier gehen wir es machen. Hier kann man nicht mal reingehen. So, du Fire Pro, du gehst auch mal weg hier. Weggehauen, weggegangen. So. Ja, weiter Science auch hier mehr Yoshi's Crafted World. Also, ich tue mal schauen, das ist heute jetzt hier am Sonntag mal mein Upload-Plan. Ein bisschen aktualisiere. Und dann mal wieder so ein Infovideo macht, damit ihr mal seht, wann da was an Projekten kommt. Weil ich hatte einiges geplant gehabt, so auch vor Anfang 2019 in mein Let's Play Ankündigungsvideo da, und das ist so noch durchaus so, dass ich einiges davon einmal noch bringen müsste. Werde ich den nächsten Info wieder mal aktualisieren, wie jetzt der Stand 2019 ist, aber was bringen müsste, wann ist es bringen. Ja, es hat potenziell nicht Cappy und nicht mein Dings auf hier in der Aufnahme jetzt vergessen, weil ich kam gerade von der anderen Aufnahme sessen hier rein. Warte, aber den Part aufnehmen, aber ich sieh um bis zum nächsten Part. Da passt das dann nämlich wieder. Aber ich habe gerade erst was anderes gesorgt und deshalb, sorry, weil ich nehme ab jetzt immer vor, wenn ich hocke, mir das dementsprechend das Hit passendes anzuziehen. Nein. Ich habe bis jetzt wirklich mehr Minus als Plus hier drin, dass ich nicht feier lese. Nein. Das war wirklich Niente. Oh gut, ich glaube, es ist ein Plus mit Glück. Pest aber auch gar keinen. Nein, nix. Okay. Ja, keine Ahnung, was habe ich Glück, was bei nächstes ist. Ja, und das sieht leise. Aber das ist wirklich eine Sache, wo es sagt, dies ist einfach ein reinstes Glücksspiel. Also für dich jetzt zumindest so.
Danke dafür. Ja, bei genügend Zeit muss man einfach alle Dinger hier töten. Ist jetzt eigentlich nicht so das krasseste der Welt. Ich miss jetzt hier als Anzug-Dude oder als hier Monty. Ja, interessant ist, dass es in der Welt theoretisch halt auch 3 Coins gibt. Nicht mal so als ein Level. Wirklich gar keine Ahnung habe, wo es das sind. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo. Naja, wisst Bescheid. Das wäre gerade steiß. Sudala, dudala. Das nächste Level ist richtig ätzend. Okay, hier hatten wir aber 5. Ich glaube, das müssen wir machen. Das geht's hier an die. Machen wir das jetzt hier erstmal. Dann sehen wir weiter. Wagenlift. Wagnis. Okay, das haben wir nochmal hier. So, ach Gott, hier kommen jetzt langsam die Raketen. Die Raketen vom Dienste kommen. So, Bruder, es muss gleich mal ganz groß los. Nein, jetzt. Ah ja, da fährt... Was? Ich dachte, die fahren da so rum. Boah, soll ich wissen, dass man irgendwie runterfällt? Das ist ja totale Farce. Logistic Brewery, die ganze Geschichte. Ja moin, Betrug ist da, sag ich da mal wohl. Bruder. So, hier muss man erst aufpassen. Ich weiß ja, was man macht, aber ganz ehrlich, wir brauchen, ich bin ja eh 100% Let's Player, ich brauche auch nicht alles Holcoins. Also nochmal, wenn ihr ein No-Noob 100% Körner Let's Player sehen wollt, dann schaut euch den Spaß von dem Tendo an. Hier sind wir auch bei der Noob-Ecke. Man sieht, es gibt auch viele New Player hier on the world. So, denn there's no problem. Hello for them! Ihr seid sehr herzlich willkommen hier. Liebe New Player Gemeinschaft hier. Könnt ihr mal so einen New Player Fanclub gründen? Dabei ist der Fanclub leid. Ich stelle mich gerade auch an wie gebackenes Brot, ne? Und das als Mobs hier, Digga. Da muss man sich mal geben. Aber komm, ich will jetzt ein bisschen Biss hier haben. Nee, eigentlich nein, es ist hier irgendwie nach Mitternacht, ich will jetzt heute kein Biss mehr haben. Ja, es weiß, es nimmt zu sehr höchst kuriosen Zeiten auf, das weiß ich, aber das meiste tue es morgen am Sonntag jetzt vorproduzieren, lel. Aber ich wollte heute auch noch was vorproduzieren, damit ich wirklich etwas habe. Und das hat eben die Party hier, die ist der höchste Nachtstream, wo es dann halt einfach nur noch mini kleines ist halt was an Konstellationen allerhöchstens habe. Okay. Das ist irgendwie sinnvoll, auf irgendwelche Raketen drauf springen. Ist der Hust kurios hier die Stelle. Na gut, wie gesagt, Starcoin, lassen wir jetzt mal Starcoin sein. So. Ah, es ist das Bild konzentriert, man merkt es überall. Deshalb ist auch gerade alles das Mopsi-Spiel hier. Und das ist behindert. Alles klar, wie abnormal asozial und ätzend ist die Stelle. Dass man da genau im richtigen Moment springen muss, Alter. Das ist krank.
Schiss. Ich glaube, gefühlt zwei Partner am Tag reißen nicht mal für den ganzen Spaß hier. Lel. Ach so, so geht's auch. Das ist ein bisschen fairer wenigstens hier. So, ihr müsst relativ schnell wissen. Nein, wo man hier eigentlich hin muss. Nehmen wir es irgendwie so. Digga, die Stelle hier ist halt so richtig ätzend, Alter. Ich habe eine Theorie, wenn ich jetzt hier... Ich glaube, dass es hier als Flug Mario erst besser ausgerüstet wäre. Tatsächlich. Ich habe jetzt hier auch Mario G. Das ist dieses Item hier, Crabbe. Und dieses Item jetzt gleich noch nehme. Glaube ich, dass ich da in solchen Leveln hier in dem Fall erst vorteilhaft bin, weil ich einfach über alles drüber fliegen kann. Also, aber erstmal ganz im Ernst, Leute, schickt mir erstmal eure Ideen rein. How to. Also, was ist jetzt zum Beispiel sagen in meinen Themenideen für diese. Für die nächsten Episoden von diesem tollen Game. Oh nein. Jetzt bin ich halt als normaler Mario noch mehr geast, als ich eh schon geast bin. Joa, macht die sollte die Sache halt auch nicht viel besser gerade. Nee, ich durchlebe das jetzt irgendwie mit Mopsy. Auch wenn ich null Idee habe, wie. So ist es da nicht richtig scheiße. Vielleicht stelle ich mich gerade einfach auch nur an, wie der letzte Baum hier, vielleicht auch beides. So, komm her, my friend Mopsy. Mann, ich habe gerade was von einer Xbox gespielt, eine A und B ist über 1000, so. Ist nicht so das Ge... Was haben wir jetzt hier Toadette ausgewählt? Weißt du was? Und nur um das erste Mal zu demonstrieren, zeige ich mal, wie dieser Supersystem, wie das Ding hier funktioniert. Ich werde laut in des Bärens es nie brauchen, weil es einfach nur Luigi, der für einen halt das Level abschließt. Vereinfacht gesagt. Und der braucht seine Zeit. Wie gesagt, an sich werde ich es nicht machen, weil gerade durch den Loop-Modus, dass man nicht getroffen wird, dass sie einfach wirklich unnötig geworden ist. Hoffentlich keine Mensch mehr braucht. Ich wollte einmal gesagt haben, was ist am Bass von dem Level hier, weil ich mir jetzt so behindert wird. Joa, ist ja ganz lustig. Wie gesagt, dauert halt seine Zeit. Coins oder sowas werden übrigens nicht eingesammelt. Und die müssen die ja einsammeln, die Shell, glaube ich, nicht dann. Zur Entwertung. Aber ich wollte das eben mal zeigen, dass ich sein Noob-Modus und so funktioniert, ja. Genau. Wie gesagt, habt gerne mal eure Themenideen rein, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, so, es würde ganz gern, dass du das mal besprichst hier. Lustiges Topic für die nächsten Parte, dann mache ich das auch. Ist alles keine große Sache. Also, ich habe auch so ein paar coole Ideen zu Sachen, die ich mal so bereden müsste. Einfach, wie bei meinem letzten Part mit dem Schnee.
So wie auf Zeugs habe ich einiges Lustiges, was ich durchaus mal erzählen müsste. Aber es wird immer mal was Aussehendes hier. Ich werde auch mal so einfach cool Parts machen, wobei es die an anderen Projekten ist. Ich will halt einfach mehr so Off-Topic-Zeugs aufbringen, was vielleicht von ein oder anderen deutlich interessanter zum Ansehen ist. Und wie behindert ist diese Stelle, Alter? Alles klar. So. Jetzt tue ich ohne Superassistent fortfahren. Ja. Level wir an. Also, so geht's auch auf der Dixie Art und Weise. Wie gesagt, mache es in den Let's Play vermutlich einfach gar nicht eben oder bei einem ganzheitlichen Level nur, weil nervös bis halt meinem Gehilfen. So, das Level ist Ärzten, sag ich mal gleich. Machen wir auch im nächsten Part. Zusammen mit der Castle und dem 5er Level, was uns dort unten noch verfehlt, wo es gerade hingehen wollte. Aber jetzt erlegen wir halt noch diese ganzen Dinger hier, keine Ahnung wie viele das sind. Ach, was ist was? Ne, da kommen immer noch mehr. Ach, die beiden leben ja auch noch hier. Weg, weg. So. Habe ich ein Item. Yay, yeah, dieses Grund-Item hier, das erst nur für Pietz war. Ich für tot war, der ja so piss hätte wird. Ich hasse dieses Wort, weil es in der Mist war ein Pins hätte. Irgendwie so Pins hätte. Nee, also nichts Tolles. So, lala. Und hier geht's dann im nächsten Part weiter. Herzlichen Dank fürs Hochschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.